Ja, liebe Freundinnen und Freunde hier in Nordrhein-Westfalen, zunächst mal herzlichen Glückwunsch, dass ihr eine erfolgreiche, bestimmt erfolgreiche Liste aufgestellt habt. Für alle anderen meine Glückwünsche an Bärbel, Volker und Britta. Und ich freue mich besonders auch als Gorlebenerin, dass ihr eine Polizistin auf eure Liste gewählt habt, weil auch diesen Sachverstand können wir unter grünen Aspekten leider auch in Zukunft noch gebrauchen. Dass ich heute hier bin, dass ich es geschafft habe, herzukommen, trotz 30 cm Schnee in Lüchow-Dannenberg, ist nicht der Deutschen Bahn zu verdanken, aber zwei Männern im Schneeflug, die zufällig, muss ich zugeben, heute Morgen mir den Weg nach Nordrhein-Westfalen geebnet haben. Und ja, ihr habt das richtig gut gemacht. Und meine Reiseroute ist eigentlich auch ein Stück weit zum Motto dieser Rede geworden, um die ihr mich netterweise gebeten habt. Europa, Hagen, Doha, Oslo. Europa, Doha und der Friedensnobelpreis. Ich rede darüber, weil ich von hier aus weiterfliege nach Oslo, um da auch ein Stück weit für alles das, was es an grünen Verdiensten in der Europäischen Union weit über Klima- und Energiepolitik hinaus gibt, um da für euch alle auch diesen Preis mit abzuholen. Und die Erwartungen, die von Oslo aus an die Europäerinnen und Europäer, und zwar nicht nur an die Politik gerichtet werden, diese Erwartungen, die sind immens. Ich glaube, dass dieser Preis tatsächlich dafür steht, dass von uns erwartet wird, und zwar von jedem und jeder, ein Stück weit nochmal zur Selbstvergewisserung innerhalb dieses europäischen Projektes, des europäischen Prozesses beizutragen. Wofür steht dieser europäische Weg? Meiner Meinung nach steht er bis heute dafür, dass es nach Verheerungen unglaublicher Art, die dieser Kontinent erlebt hat, Deutschland spielte da immer wieder eine sehr böse Rolle, das muss ich euch nicht erklären, dass nach einer Phase von wahnsinnigen Verheerungen es die Möglichkeit gegeben hat, Vernunft, ja, zur Basis von politischen Entscheidungen zwischen Nationen zu machen, Zweifel ist Teil der europäischen Methode, Einsicht und die Möglichkeit zur Umkehr, sich zu korrigieren, das ist etwas, was viel mehr für einen europäischen Weg steht, als für irgendeinen anderen, jedenfalls mir bekannten Prozess, der irgendwo anders auf der Welt stattgefunden hat. Für diesen anderen Weg, den sanften Weg, bekommen wir, selbst wenn der immer wieder unperfekt ist und auch zu Konflikten führt, bekommen wir diesen Nobelpreis. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang muss man sich auch angucken, was die Europäische Union bisher getan hat, versucht hat im Zusammenhang mit der internationalen Klimapolitik. Da hat sich ja die Europäische Union sehr früh entschieden, eine ganz besondere Rolle sich zu nehmen. Die ist immer wieder kurz zusammengefasst worden, und diese Rolle heißt Führung in diesen internationalen Verhandlungen durch eigenes Beispiel, Leading by Example. Ich glaube tatsächlich bis heute daran, dass das eine kluge und eine Entscheidung ist, die zu den Europäern und ihrem besonderen Weg passt. Ich glaube auch, dass es uns lange geglückt ist, dafür große Zustimmung zu finden. Wir sind mit Gästen, mit Doha in einer wirklich schwierigen Situation angekommen, wo ich noch nicht sicher bin, ob das eine Sackgasse ist oder ob Wege rausführen. Ich habe Bärbel und auch Hermann Ott, früher Reinhard Loske, regelmäßig auf den internationalen Klimaverhandlungen getroffen. Ich glaube, Bärbel und Hermann, wir waren uns ziemlich einig in Kopenhagen, dass es schlimmer eigentlich nicht kommen könnte. Und so leid mir das jetzt tut, in eure Feierlaune hinein diese
diese Nachricht zu setzen. Doha steht dafür, dass es doch noch schlimmer kommen konnte, als wir es in Kopenhagen gedacht haben. Doha steht nämlich meiner Meinung nach für diese beispiellose Fähigkeit in der Politik, sich zu dementieren. Steht überhaupt nicht für diese nachhaltige, europäische, reflektierte Methode, dass aus Einsicht Veränderung notwendigerweise entstehen muss, sondern Doha steht eigentlich mehr dafür, dass Einsichten doch plötzlich wieder unter den Teppich gekehrt werden können und dass Verdrängung die Methode der internationalen Verantwortung wird. Wer auch immer euch in den nächsten Tagen erzählt, dass die Verlängerung des Kyoto-Protokolls ein großer Erfolg ist, glaubt dem nicht. Diese Verlängerung des Kyoto-Protokolls, die hätte man sich schon fast schenken können. Ich sage da fast, weil ich auch immer auf der vorsichtigen Seite bleibe. Aber solange wir in der Europäischen Union unser Klimaziel nicht auf die berühmten 30% bis 2020 anheben und solange wir nicht den Emissionshandel in Ordnung bringen und die viel zu vielen Zertifikate, die auf dem Markt jetzt gehandelt werden, tatsächlich reduzieren, und zwar drastisch und endgültig reduzieren, nützt uns diese Verlängerung des Kyoto-Protokolls einfach gar nichts. Klimapolitik, wir sind eigentlich erfolgreich. Das 20%-Ziel, das ist fast geschafft. Klimapolitik, das findet aber in Europa und auch in Deutschland im Moment dadurch statt, dass man Wirtschaftsflaute hat. Sich dahinter zu verstecken, sich hinter guten Klimareduktionserfolgen zu verstecken in der Rezession, das ist eigentlich abenteuerlich und konterkariert alles, was Deutschland in Europa und Europa in der Welt bisher vertreten hat, auf eine Art und Weise, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Wer ist daran schuld? Ich würde jederzeit meine Hand ins Feuer legen für die europäische Klimakommissarin Connie Hedegaard. Das ist eine Frau, die wie keine andere in der Europäischen Kommission weiß, worum es geht. Warum hat die nichts zu sagen? Es ist ziemlich einfach. Ja? In Deutschland heißt es immer, Merkel steht dafür, dass es nicht mehr vorangeht mit ihren Männern Röttgen und Altmaier. In Brüssel hat Merkel auch einen sitzen, der heißt Günther Oettinger. Und Günther Oettinger als Mann von Merkel in Brüssel ist tatsächlich derjenige, der seit Amtsantritt systematisch alle Klimaziele, die unter deutscher Ratspräsidentschaft gesetzt worden sind, systematisch abräumt. Es ist heute Morgen öfter angeklungen, quer durch die Reden, die Erneuerbaren-Richtlinie, die ist 20% bis 2020. Wenn Günther Oettinger zusammen mit dem Industriekommissar Tajani und unterstützt von Barroso und der deutschen Bundesregierung möglicherweise die Hand ans Erneuerbare Energiengesetz und an das Prinzip der Einspeisevergütung legt, dann kann man dieses 20%-Ziel Erneuerbare vergessen. Wenn es mit der Energieeffizienzrichtlinie so weitergeht, wie Oliver das gerade angesprochen hat, dann kann man dieses 20% Effizienzziel einfach versprechen. Und was den Verkehr angeht und was Industriepolitik angeht, Oettinger hat vor kurzem an die Chefs des VW-Konzerns geschrieben und ihnen mitgeteilt, Klimaschutz und Autoindustrie könnt ihr vergessen. Alles das, was bisher in Brüssel als Ansage für 2020 gegolten hat, wird so schlimm nicht kommen, wie ihr das möglicherweise befürchtet. Dieser Auftrag, den Oettinger sich selber gegeben hat, den lohnt es sich wirklich anzugucken, weil sein Auftrag selbst formuliert heißt, ich, Günther Oettinger, stoppe die Deindustrialisierung der Europäischen Union. Wie macht er das? Mit CCS,
mit Öl- und Gasförderung im Ionischen Meer, mit unkonventionellem Gas, Schiefergas, überall da, wo es möglich ist, kein Problem mit Fracking, sind die Ansagen des Günther Oettinger für eine erfolgreiche Energiepolitik, um Deindustrialisierung in der Europäischen Union zu stoppen. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr sagen. Was gestoppt werden muss, ist Günther Oettinger. Der Mann kann auch anders. Und zwar nicht nur am Stammtisch, selbst in Debatten kann der manchmal zum Klimafreund werden. Interessant ist, wann er zum Klimafreund wird. Er wird zum Klimafreund immer dann, wenn es um die Atomenergie geht. Und da ist eine Interpretation des deutschen Energiekommissars in der Europäischen Union, Günther Oettingers, wirklich ziemlich interessant. Wenn der über Energiewende und Atomausstieg spricht, dann spricht er tatsächlich in der Regel vom deutschen Sonderweg. Ich meine, der ist jetzt seit 3 Jahren in Brüssel. Der weiß, dass mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten entweder nie Atomkraft genutzt hat oder vor Deutschland ausgestiegen ist oder nach Fukushima Ausstiegsentscheidungen getroffen hat. Was kratzt das Günther Oettinger? In Litauen hat es vor einigen Wochen ein Referendum zur Atomkraft gegeben. Über 60% der Litauer haben sich gegen ein neues Atomkraftwerk in Ignalina ausgesprochen. Ich muss euch das jetzt vielleicht gar nicht mehr sagen, aber auf Oettinger ist Verlass. Der hat keine Woche gebraucht, um sich in Brüssel zu Wort zu melden und zu erklären, liebe Litauer, dieses Referendum ist ja gut und schön, aber ohne neues Atomkraftwerk in Litauen, das halte ich nicht für vorstellbar. Stresstests, ja, das hat er sich angeheftet als Beitrag zur atomaren Sicherheit in Europa. Tatsächlich, und da empfehle ich auch der Bundestagsfraktion, sich damit noch mal im Detail zu beschäftigen, tatsächlich sind diese Stresstests eine richtig perfide Strategie, um Laufzeitenverlängerung für alte, abgeschriebene Atomkraftwerke überall in der Europäischen Union zu legitimieren. Sozusagen ein Sicherheitszertifikat aus dem Hause Günther Oettinger. Wer stoppt jetzt Günther Oettinger? Röttgen hat in Brüssel keine große Rolle gespielt. Es ist vielleicht eine schöne Geschichte, um euch noch mal zu zeigen, wie Nordrhein-Westfalen in Europa mal Thema war. Röttgen hat ja wahnsinnig viele, wahnsinnig interessante Studien darüber veröffentlicht, wie man durch Energiewende und Atomausstieg Arbeit in Europa schaffen kann. Der hat sogar die Zahlen getoppt, die wir im Green New Deal als mögliche neue Arbeitsplätze für die Europäische Union im Zusammenhang mit Klimaschutz und Energiewende für Möglichkeit gehalten haben. 10 Millionen, sagt man da jetzt heute in der Europäischen Union, neue Arbeitsplätze dank der Studien von Norbert Röttgen. Das Problem war, sagt Hedegaard, Röttgen war nie in Brüssel. Der hatte irgendwie immer in this strange place zu tun. In this place, they call it, I think, Nordrhein-Westfalia. Also diese Hingabe, ja, zu Nordrhein-Westfalen, die hat Norbert Röttgen von vielem abgehalten, was der Peter Altmaier jetzt wieder gut machen soll. Ob er das macht, Altmaier ist ja schon irgendwie eine ganz nette Sache, die da heute rausgekommen ist, aber für mich ist dieser Mann wirklich putzig. Der fährt nach Doha, erklärt vorher, liebe Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, ich würde ja gerne in Doha ein ehrgeiziges Ziel verhandeln, aber wer ist dagegen? Der Herr Rösler. Wer bitte ist in Doha eigentlich Herr Rösler? Wer ist eigentlich Herr Rösler in Deutschland? Applaus
Rösler, Brüderle, Oettinger. Das sind diejenigen, die bisher für Klima- und Energiepolitik der letzten Legislatur in Brüssel gestanden haben. Wenn die lange so weitermachen können, dann kann alles das, was noch in den Zeiten, in denen Jürgen Trittin Bundesumweltminister in Deutschland war, in denen meine Kollegin Satu Hassin in Finnland Umweltministerin war und mein Freund Olivier Umweltminister in Belgien war, aufgefressen werden. Weil alles das, was an Zielen in den letzten Jahren im Klimaschutz preisgegeben worden ist, was eigentlich gut war, das stammt tatsächlich aus diesen starken und einflussreichen Zeiten grüner Politik in Brüssel. Und deswegen gilt eben auch für Brüssel, Merkel oder Grün. Es sind gerade diese internationalen Klimakonferenzen der letzten Jahre gewesen, an denen ich immer gefragt worden bin, ja sagen Sie mal, Frau Harms, wenn jetzt zuerst der Herr Gabriel, aber dann auch später der Herr Röttgen, wenn sogar die Frau Merkel als konservative Regierungschefin in Deutschland, wenn die so sehr für Klimaschutz, Energiewende, Nachhaltigkeit eintritt, wofür braucht es denn eigentlich noch die Grünen? Ich bin sicher, auch der eine oder die andere von euch hat diese Frage schon mal gehört. Und ich kann nur sagen, wenn 62% der Deutschen sagen, so wie Oliver das eben noch mal erklärt hat, wenn 62% der Deutschen sagen, die Grünen können das am besten, dann sage ich jetzt einfach mal ziemlich tollkühn, ohne uns geht das alles gar nicht in die richtige Richtung. Die Einbettung deutscher Energiepolitik in ein europäisches Konzept, die ist so wichtig und unverzichtbar wie die vorsorgliche Einbettung Deutschlands in die europäische Staatengemeinschaft. Wir werden die Kraft sein, die diese Einbettung in eine vernünftige Richtung überführt. Und ich finde das fast schon so ein bisschen wie Eulen nach Athen zu tragen, wenn ich als Niedersächsin hier im neutralen westfälischen Landesparteitag euch versuche, an diese europäische Dimension zu erinnern. Ich weiß, ihr habt nicht nur die Energiewende verstanden, sondern als Bundesland mit den Grenzen, gerade auch Richtung Belgien und Brüssel, wisst ihr genau, wovon ich spreche. Da ich diesen Tag unterbrochen habe im niedersächsischen Landtagswahlkampf und da ich so freundlich anmoderiert als die Frau, die die Gorleben-Initiative 1977 mitgegründet hat, will ich einen Nachsatz mir erlauben in Sachen Niedersachsen, Bundesgrüne und die Auseinandersetzung um Gorleben. Also das eine, was man von uns da im Norden, im Nordosten Niedersachsens lernen kann und was man auch in der Energiepolitik unbedingt braucht, das ist also die Konsequenz, die Entschiedenheit, die Bereitschaft, schwierige, sehr, sehr langfristige Prozesse auch durchzuhalten. Aber das andere, was man unbedingt lernen muss und bei sich behalten muss für die grüne Strategie ist, wenn man solche Prozesse gestalten will, dann tut man es besser mit den Bürgerinnen und Bürgern. Die Mehrheiten haben wir im Moment. Wenn man sich vornimmt, das Problem der Endlagerung neu anzugehen, von einem Neubeginn spricht, und das weiß die Polizistin so gut wie ich, dann sollte man das auch auf keinen Fall im Konflikt mit den Bürgerinnen und Bürgern machen. Was ich in der letzten Woche bei meinem Besuch an den Endlagerstandorten und auch im Gespräch mit vielen Bürgerinitiativen, Unternehmensrepräsentanten und Regierungsmitgliedern erfahren habe zur dortigen Endlagersuche, das heißt, die Technik, ja, und der Bergbau, die Sicherheitskriterien, das ist das eine, das kann man lösen. Das andere,
Ja, der andere Stoff, aus dem die Lösung dieses Problems gemacht werden muss, das ist das Vertrauen zwischen Bürgern und Politik. Und der eine Leitsatz, der in Schweden gilt, heißt, wer Ja sagen soll zu einem Endlager, der muss auch das Recht haben, Nein zu sagen. Das auszutarieren, auch mit uns in Gorleben, ich verlasse mich darauf, dass ich die Unterstützung dafür auch im nordrhein-westfälischen Landespartei, in der nordrhein-westfälischen Landespartei habe. Ich danke für eure Einladung.